So, wir sind immer noch auf den Spuren der alten Heimat und ja, mal schauen. Jetzt habe ich den Herrn Tyrox auch noch verloren. Toll. Das fängt ja alles gut an heute. Wir müssen unbedingt nach Hause. Ich habe noch diese geheime versteckte Kiste. Die will ich auch unbedingt noch holen. Darf nur niemand was davon erfahren. Ach, da ist der Herr Tyrox wieder. Ich laufe mal hier unten weiter. Hier sehe ich mehr. Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Oh, rote Bäume. Herr Tyrox? Da war er weg. Schade. Aber hier ist so ein roter Baum. Ich glaube, hier sind wir richtig. Chance. Rote Bäume. Hier müssten wir doch richtig sein. Ich glaube, hier war der Herr Tyrox. Also, dann kann er ja nur in die Richtung gerannt sein. Aber hier sind große Bäume. Hier ist abgeerntet. Ja gut, dann war der Herr Tyrox auf jeden Fall hier. Nee, das ist nicht der Baum mit dem alten Mann. Da ist noch so ein großer Baum. Ich hab den Herrn Tyrox verloren, das ist gar nicht gut. Oh, da war... Okay. Hier ist wieder abgeerntet. Und das war ich nicht. Ah, der Herr Tyrox sollte diese Blumen nie stehen lassen. Da, großer Baum.
Rote Bäume. Da hinten ist der Herr Tyrox. Der Baum sieht aber auch nicht mehr gesund aus. Ich denke, so schlecht ist er. Der hat nicht mal Wurzeln. Sie haben da nichts gefunden, was an Ihr Haus erinnert, oder? Naja, also doch eigentlich der Baum da drüben. Der große dort. Der große Baum. Aber das hier ist ja auch ein großer Baum. Ja, aber der steht am Fluss. Und was ist mit dem dort? Nee, nee, nee. Ich weiß nur, dass wir rote Bäume bei uns hatten. Und die sind halt hier drüben. Na, also ich bin schon oft hin und her gelaufen, deswegen weiß ich momentan irgendwie ziemlich gut, wie das Gebiet Baum aussieht. Okay. Vertrauen Sie mir einfach. Okay. Also keine Sorge, ich glaube, ich will. Was würde es mir bringen, wenn ich sie irgendwo im Wald alleine lasse? Dann haben Sie Ihre Ruhe. Als ob ich meine Ruhe haben will. Es gibt Menschen, die leben gern alleine. Sehr doll zu den Menschen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Aber hier drüben sind noch mal große Blumen. Herr Tyrox? Dann nehmen wir die mal schnell mit. Wir lassen ihn mal hochrennen. So ungefähr weiß ich ja, wo wir hin müssen. Dank der Minimap, die darf ich aber nicht verwenden. Und Tyrox ist voll auf dem Holzweg. Autsch. Ich gehe jetzt einfach mal hier hinter. Kann ich gleich noch ein paar Blumen für Tyrox einsammeln? Ich bin der Meinung, wir hatten hier irgendwo unser Haus. Das war gar nicht so weit weg. Hier ist nämlich. Nein, Monster, geh weg. Da war doch gerade Holz weg. Das heißt, wir müssen ganz in der Nähe sein. Und jetzt habe ich den Herrn Tyrox ganz aus den Augen verloren. Ach du Scheiße.
schöner Mist. Aber ich finde wenigstens immer wieder was zu essen, das ist schön. Oh Leute, ich war auf dem Holzweg. Alles klar. Was zum Teufel? Ich bin auch endlich angekommen. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Oh, das klingt ja gruselig. Wie bitte? Hier hat's gerade gezischt, als ob so ein grünes Vieh hier wäre. Nee. Oh Gott. Nee. Ich habe ihm noch ein paar Blumen zugeworfen gehabt, die ich unterwegs gesammelt hatte. Oh, danke. Ja, ich werde mal zum alten Mann gehen und schauen, ob was ich bekomme für die Blumen. Alles klar. Bis gleich. So, da wollen wir mal gucken, was uns der liebe Seth gibt. Wenn hier nicht Nachtwerke und Monster sind. Aber egal, mit den beiden nehme ich's auf. Ich bin easy peasy. Ich bin schlecht. Boah, cool! Ganz schnell berichten, was ich bekommen hab. Scheiße! Ah, zu viele Monster! Ah, hier sind zu viele Monster draußen. Pass uns auf, in der Nähe sind schon welche explodiert. So. Ich bin schlecht. Also, ich habe das jetzt alles abgegeben. Und wir sollten erstmal reingehen. Ja. Ich habe einmal das und einmal das bekommen. Rucksack und Essen. Essen. Ja.
Ja, das ist praktisch. Ja, in dem Rucksack ist auch gut Platz drinne. Also 19 Sachen kann ich da bestimmt verstauen. Ja. Und weil sie mir geholfen haben, kriegen sie auf jeden Fall das Essen. Oh, danke. Lecker, lecker. Ja. Aber ich leg mich jetzt erst einmal aufs Ohr, denn ich bin recht müde jetzt. Mal schauen, vielleicht ist morgen mehr los als heute. Alles klar. Gut, tun Sie sich keinen Zwang an. Alles klar. Alles klar. Gute Nacht. So, das war's. Wir haben die Quest endlich erledigt nach 4 oder 5 Folgen. Es ist wirklich schwer. Ich, Melvin und Tyrox haben uns die Quest zusammen ausgedacht, aber wir haben nicht daran gedacht, dass es so schwer ist, die Blumen zu finden. Deswegen wird die Quest für die anderen auf jeden Fall runtergeschraubt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir dieses Mal nur zu zweit waren. Die anderen sind leider um die Uhrzeit, wir haben es jetzt 20 nach 10. Schon offline. Ich muss noch dazu sagen, ich kann leider nicht früher aufnehmen, da meine Kinder bei mir sind und ich erst ab 20 Uhr die Zeit habe. Außer wenn sie mal bei ihrer Mutter sind. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.